Geht ab? Ja, Leute, was geht ab? Kann man Boy am Start? Und ich kann reden, ich vergesse immer bei den Duo-Vlogs, dass ich reden kann. Du kannst und du darfst reden. Mutti, ich kann reden. Wir spielen Wenn ich du wäre, aka Wenn ich cringe wäre, denn wir sind kleine cringy Boy. Und anfangen tun wir natürlich mit einer Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, wir haben ja die Joker-Regelung eingeführt. Achtung, da will wieder nach links. Die Joker-Regelung besagt, dass der Gewinner eines weiteren Schnick, Schnack, Schnuck-Duells, also erstmal hier, Schnick, Schnack, Warte. Schnick, Schnack, Schnuck. Es gibt doch nichts. So, du darfst anfangen. Ich wusste, weil ich zweimal hintereinander Stein genommen hatte davor, dass du jetzt auch halt Stein nehmen wirst. Und jetzt geht es darum, um den Joker, und den erkläre ich dann danach. Klick, klack, kluck. 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 Digga, Alter, was eine lange Runde schon. Ich erkläre jetzt einmal kurz die Regel des Jokers. Die kam mir nämlich, als ich mir gestern Abend einen Salat gemacht habe, kam die in mein Masterbrain rein. Und zwar hat er jetzt den Joker gewonnen. Das heißt, wenn ich ihm eine Aufgabe stelle, wenn ich cringe wäre, müsstest du machen dies, das, kann er sagen, stopp, Joker. Und dann muss ich die Aufgabe machen. Das heißt, das schränkt mich natürlich in meiner Auswahl ziemlich ein, weil ich kann jetzt nichts super ekelhaft cringiges nehmen, wenn ich Gefahr laufe, dass ich das dann machen muss. Ich hingegen schon was super cringiges nehmen. Und er kann jetzt voll auf die Kacke hauen, ja. Und ich bin wieder der Angearschte, so wie in jeder fucking Wenn ich cringe wäre Folge. Aber das ist ja kein Problem mehr, es macht ja Spaß und ihr habt Spaß. So, also ich habe jetzt beide Male gewonnen, das heißt, ich fange noch mit der ersten Aufgabe an. Korrekt. Willst du mal die strammen Waden hier von dem Fahrradfahrer anfassen? Tschüss, während der Fahrt, Alter. Er hält nicht an, schade. Einfach anfassen ist auch heftig, ne? Er kann einen schon reinhauen, aber hätte ich gemacht, das ist kein Problem. Achso, dann tanz mal hier bei der Rotphase. Ja, gerne. Was hättest du gerne dahin, gesehen? Dahin. Wo? Tschüss, aber nicht so weit vor. Na, schönen Techno. Was Abfahrt! Easy, Bro. Das ist kein Problem. Der links denkt sich nur, what the fuck, Alter. Ich will gar nicht nach links gucken, ich gucke einfach geradeaus. Danke. Okay, Leute, ja, das war die erste Aufgabe, die war äußerst unangenehm. Ach, was haben wir denn hier? Kommt dir dieser Platz bekannt vor? Oh ja. Fahr mal hier rechts rauf, Junge. Irgendwas war doch hier in diesem Platz, ich weiß gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall. Ach, da hinten ist sogar die Polizei. Wenn ich du wäre. Ah, shit, das hab ich abgewürgt. Das ist ja schlecht, weil du brauchst den Motor. Also, wenn ich du wäre, würde ich diesmal richtig weit in die Mitte fahren. Da, wo etwa der Mann mit dem Hemd gerade ist. Siehst du ihn? Guck hin. Ja. Dann eine kurze Revpump machen. Du musst nur bis 5000 gehen. Nicht mehr, Digga. 5000 Drehen reicht. Dann dir die Ohren zuhalten. Also absteigen, die Ohren zuhalten. Und dich auf den Boden legen und so von links nach rechts, als würdest du brennen und versuchen, dein Feuer auszumachen. Oh, das ist peinlich, Alter. Mensch, das wäre mir echt peinlich. Tja, wenn ich cringe wäre. Ich hab den Joker, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dafür schon verwenden soll. Ich hab nicht mal an den Joker gedacht, einfach YOLO rausgehauen. Oh Gott. Oh nein, Alter. Okay, wir müssen abhauen. Ich war das peinlich, Alter. Digga, ich mag diesen Platz nicht mehr. Ja, ich hab dir den genommen irgendwie, ne? Aber ich bin froh, dass ich immer noch meinen Joker habe. Also, im Nachhinein bin ich froh. Aber was ist? Du hast nicht überlegt, was ist, wenn ich jetzt nur noch weiche Aufgaben mache? Super leichte Aufgaben. Tja, Digga, daran hast du nicht gedacht, dann war dein Joker umsonst und CoverQ hat übertrieben strategisch gut gespielt. Nee, weil ich stell dir dann einfach mega harte Aufgaben und dann denke ich mir, okay, easy, wenn du mir nur noch leichte stellst, dann rettest du mich ja nur vor einer Aufgabe. Aber meine musst du ja trotzdem machen. Es sei denn, du willst natürlich aufgeben. Nein. Ich bin dran, wa? Ja. Setz dich, lass mal wieder nach links auf den Platz fahren. Du machst den Helm auf. Und stellst dich. Guck mal, siehst du die beiden Frauen da? Das sind keine zwei Frauen. Ach so, stimmt, das ist ein Pärchen. Bist du behindert? Also, die Kuhstellen, ja. Alles klar. Mann, warum ist hier keine große Truppe? Wie sonst auch immer. Siehst du die beiden da? In gelb? Ja. Ja.
Du stellst dich praktisch mit dem Gesicht genauso, dass sie dich sehen können, machst den Helm auf und machst ein Intro, sagst: Hey, was geht, Leute? Hier ist Cover Q und wir spielen heute endlich Critical. Das Sobe ist halt, dass ich keinen Joker habe. Und dann sagst du, mit dabei heute als Special Guest. Nein, nein. Mit Visier offen. Kann ich Visier zumachen wenigstens? Bitte, komm schon. Nein, Visier zu. Brudi, nicht hummeln, du musst dich eigentlich vor dich stellen. Stellen? Ja, na klar. Davor stellen und sagen: Jo Leute, was geht? Kamakio am Start. Heute mit einer neuen Folge von Wenn ich Cringe wäre. Alter, mit Visier offen ist es so hart. Es ist schwierig. Jo Leute, was geht ab? Kamakio am Start. Heute mit einer neuen Folge, Wenn ich Cringe wäre. Und das ist eine wunderbare Folge. Reicht das jetzt? Ja, Digi, du hast eigentlich komplett weggeguckt. Sag du mal, fuck, das muss ich wohl nochmal machen. Verdammt, das muss ich wohl nochmal machen. So, und jetzt vor den. Junge, Digi, du knallst, Digi. Bro, komm schon. Bro, das dauert 10 Sekunden, dann kannst du weglaufen. Ich wusste nicht mal mehr die Wörter, die ich aussprechen soll. So. Ja Leute, was geht ab? Cover Q am Start. Bei einer neuen Folge, wenn ich cringe wäre. Folgt mir alle auf YouTube. War so peinlich, Digi. Oh Gott, Digga. Ich glaube, ich krieg einen Schlaganfall. Meine Gehirnzellen, Digga. Oh, das war echt das Unangenehmste bis jetzt, was es gibt. Echt. Okay, Leute, das war extrem eklig. Wir fahren jetzt schnell weg. Mein Visier kann ich wieder runter machen. Digga, vor allem beim ersten Mal haben mich guckt. Der Typ guckt mich immer noch an. Von der anderen Grasseite. Der, wo du vorhin meintest, das sind zwei Frauen. Der Typ hat mich durchgehend angeguckt. Ich hasse dich jetzt auch. Los, gib mir eine Aufgabe. Ref die an. Die hier. Anreffen. Ja, aber ich habe ja nicht gesagt, wenn ich cringe wäre. Ah. Oh, der hat auch gerafft. Das heißt, das hast du einfach so gemacht. Aber war ja auch nichts Schlimmes. Mein lieber coole Wu, du wirst jetzt gefickt. Halt mal hier rechts an der Bushalte. Steig mal schnell von deinem Bike ab. Okay. Wenn ich cringe wäre, ja, würde ich jetzt neben diese kleine Gruppe gehen. Ja. Also relativ daneben. Dann würde ich aber da hochklettern. Und dann würde ich rufen, irgend so was Titanic-mäßiges. So hier, Jack, wo bist du? Oder sowas. Okay, dann nehme ich den Joker. Ich bin's, deine Rose. Oh, fuck, Hunter. Genau neben dem Gruppe, ja? Ja. Aber ich will nicht runterfallen. Der kommt so komisch. Jack, wo bist du? Jack. Ich liebe dich, Jack. So peinlich. Ich kann ja nicht hingucken, so peinlich ist das. Sehr gut, Bro. Das war bestimmt aus deiner Kamera. Du hast die Gruppe einfach vergrault, die laufen einfach weg. Aus deiner Perspektive war das sicher ekelhaft. Aus meiner ging es, ich habe Wasser gesehen, das war ganz schön. Aber die Frage ist trotzdem, wo ist Jack? Gut, weiter geht's. Der Luftmann. Wo ist Jack? So, dann darf ich jetzt ja noch eine Aufgabe stellen. Nee, ich bin jetzt dran. Ich hab ja den Joker gehört. Jetzt machst du wieder eine, dann habe ich drei. Und dann machst du noch eine, dann steht es 3-2. Und so endet es. Weil du durch den Joker also, ja ein extra Game hast. Du. Ich bin dran. Okay. Ja. Guck mal, der Mann guckt hier so. Warte mal, fahr mal ein bisschen langsamer. Wo? Hier rechts im Bus. Wenn der Bus anhält. Ja, aber der hält nicht auf unsere Höhe. Ja, dann musst du nah an ihn ranfahren und hältst so deine Hand für 5 Sekunden an die Scheibe. Und machst das Visier hier auf und guckst ihn an. Okay. Okay, warte, der Mann. Da ist der Mann. Warte, ich hält mal ein bisschen weiter hinten an. Hier, da. Digga, du bist vorbeigefahren. Ach, ich dachte, der Busfahrer. Nein, der Mann. Oh, Digga, ist das unangenehm. Welcher denn? Wo denn? Ja, rechts. Hier, jetzt kommt er. Warte. Nee, jetzt musst du nochmal vor. Guck mal, der muss jetzt wieder angehalten. Visier hoch. Der hält aber an, weil er hier rein will, Digga. Neue Aufgabe. Du kannst nicht den Straßenverkehr blockieren, Bro.
könnte es eigentlich absteigen und die Leute hier rüberwinken über den Fußgängerüberweg? Und das klären, oder was? Vor allem sprecht die beiden hier links an auf dem Fahrrad, dass sie jetzt endlich rübergehen können. Komm, steig ab und... Ihr könnt! Los, weiter! Ja, ruhig! Könnt ihr ruhig! Ist kein Problem! Wir haben gewartet! Kriegst du jetzt noch eine und dann war's das? Ja, ich glaube schon. Wenn ich cringe wäre, würde ich gleich einfach nochmal so 2-3 Meter nach vorne fahren. So 2-3 Meter jetzt Richtung Fußgängerweg und dann würde ich einfach mal einen Burnout ziehen, einen ordentlichen. Ne, warte, lass die noch vorbei und dann mach. Digga, ich verfick mir doch total meinen Hinterreifen. Mach jetzt deinen Reifen kaputt! Digga, Vorderbremse, was ist denn los bei dir? Kannst du keinen Burnout? Über 7 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig Burnout und Wheelie fahren. Hä, der erste war doch gut, Digga. Digga, hat sich nichts gedreht. Du sollst Burnout machen und dass die Polizei das hoffentlich sieht. Wo darum ist ging's. Denn? Ja, keine Ahnung. In der Nähe hoffentlich. Nichts, Digga. Jetzt. In Ordnung. Chill? Ja, ist in Ordnung. Ja, das zählt. Aber was war das davor, bitte? Du hast nichts außer deine Kupplung gefegt. So, Leute, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sein Reifen sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, ist gar nicht so übel. Glück gehabt. Hattest du Spaß? Ich hatte auf jeden Fall Spaß, aber es hätte durchaus noch ein bisschen cringiger werden können. Also, ja, weil für dich war es gar nicht so schlimm, ja, weil du nur eine Polizeisache hattest und den Rest hab gefühlt ich gemacht. Wer eurer Meinung nach besser war oder cringigere Sachen hatte. Cringe-Faktor? Die Frage ist, wer hat den höheren Cringe-Faktor? Der Cringe-Faktor geht von 0 bis 10. Und dann schreibt einfach KQ, Doppelpunkt, Cringe-Faktor 8 oder was auch immer. Und Kulewu, Cringe-Faktor 0,5. Halt! Mach's gut, Leute! Bis mach's dann. Gut, Kulewu! Oh, shit, Alter! Fast und Fall! Fast und Fall, Bruder! Fast gestorben! Peace! Action.